Ja, hallo Kajakfreunde, Ashraf von Megatalk. Schön, dass ihr wieder den Weg zu unserem Kanal gefunden habt. Heute haben wir das Thema Echolot-Montage mit Geber. Das Ganze drumherum, wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Ja, die meisten stellen sich die Frage, wo soll das Echolot hin? Es ist bevorzugt, das Echolot auf die rechte Seite zu haben, aber man kann den auch auf die linke Seite montieren. Es ist beliebig, wie man das haben will. Der Geberstange sollte am besten ganz vorne sein, um immer im Voraus zu sehen, wie tief das Wasser ist. In diesem Fall zeige ich euch ein Produkt von Fasten. Alles in einem. Da ist eine Echolotplatte, worauf das Echolot montiert wird, und ein Geberstange auch montiert. Das kommt auf das Schienensystem. Da haben wir einen Zylinderkopf, wo das Ganze draufgesteckt wird. Die Geberstange bringt auch weitere Vorteile mit. Die kann man einstellen, wie weit die vom Kajak wegkommen soll. Kann man die schön rausziehen und den Abstand zum Kajak perfekt einstellen. Und wenn ihr Feierabend habt, einfach auf den kleinen Knopf hier und dann die Geberstange hochklappen, ohne den Boden zu berühren. Alles, was wir jetzt für unsere Montage brauchen, ist die Geberstange mit der Echolotplatte, ein Zylinderkopf von Hobby, den 3-Way Plug Kit, ein Akkubohrer mit einem Fustnerbohrer und natürlich unsere Echolot. Um dass wir unsere Echolot installieren, müssen wir das Kajak durchbohren. Bevor wir das tun, müssen wir genau die richtige Stelle finden, wo das Echolot genau hinkommt. Das heißt, wir müssen erstens unsere Echolot auf den Zylinderkopf packen. Wir setzen uns hin, nehmen uns eine bequeme Position, wie wir das auch auf dem Wasser haben, und dann schieben wir das hin und her, bis wir die richtige Position haben, und dann können wir genau darunter bohren. Jetzt wird ein bisschen laut. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Einmal den Bohrer raufsetzen. Da sind wir durch, wie ihr seht. Und da haben wir das Loch richtig sauber, wie ihr seht. Da passt auch unsere Kabel dadurch. Perfekt. Den 3-Way Plug Kit ausgepackt, und wie ihr seht, als erstes haben wir die Kabeldurchführung hier mit drei Schrauben und zusätzlich die ganzen Dichtungen für mehrere Kabeldurchmesser schon im Inhalt mit dabei. Da ich für meine Montage ein kleines Loch brauche und nicht so groß wie das Durchmesser von den Kabeldurchführung, bleiben diese Nupsis von den Kabeldurchführung stehen und ich kann das nicht reindrücken. Einfach mal einen Seitenschneider nehmen. In diesem Fall nehme ich eine Gartenschere und einmal durchkappen. Und dann passt das auch. Richtig glatt schneiden, und wie ihr seht, ich kann den nachher richtig hier glatt raufschrauben und dann passt es 100%. Jetzt haben wir unsere Echolot. Das Stromkabel nehmen wir als erstes, fädeln wir die Gummidichtung durch, dann das Kabel rein. Da braucht man längere Ärmel. Und da ist er schon innen drin verschwunden. Jetzt haben wir unsere Geber, und das Kabel in der Regel ist viel, viel zu lang. Den lassen wir jetzt im Kajak verschwinden. Jetzt ganz aufpassen. Das können wir einmal reinfädeln, aber das muss nochmal zurück. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen das Kabel doppelt durch das Gummi und dann in die Loch rein. Und dann können wir das ganze Kabel reinziehen und nur so viel Kabel draußen lassen, wie wir benötigen. Und wie ihr seht,
Der Kopf, der bleibt immer draußen und können wir den sofort in unsere Echolot anschließen. Jetzt haben wir drei Kabel, einmal Strom und zweimal Geber. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, alle Kabel durch die Gummidichtung zu fädeln. Jetzt schieben wir alles rein und dann haben wir hier drei Schlitze. Wir suchen uns drei Dichtungen für einzelne Kabel und die Kabel fädeln wir durch. Für uns reicht einmal ein Kabel, einmal zwei Kabel und einmal eine Dichtung. So, den unteren mache ich ganz zu, den brauchen wir nicht. Und der Zweier kommt auf die linke Seite, das ist für Geber, da fädeln wir gleich die Kabel durch. Es ist eigentlich alles selbsterklärend und so wird das nach hier ran geschraubt. Wir fangen mit dem Stromkabel an, den fädeln wir einmal durch und dann auf die linke Seite rein. Den kann man im Nachhinein auch rein und rausziehen, dass das Kabel passend und nicht zu lang ist. Für die beiden anderen haben wir auch hier eine Dichtung ran gemacht. Die schieben wir auch rein. Genauso Kabels alle rein. Dichtung dahinter klemmen. So. Glatt legen, das passt 100%. Jetzt einfach festschrauben. Ja, jetzt machen wir das Ganze fest. Hier haben wir unsere drei Edelstahlschrauben, rostfrei. Einfach rein damit, festmachen und nehmen wir die nächsten wieder rein. Ein bisschen Druck. Ist da drinnen, nicht so ganz fest am Anfang, bis alle drei Schrauben drin sind. Dann kann man noch fester machen. Ja, Freunde, schnell fertig gemacht, sieht richtig gut aus. Steht kein Kabel im Weg. Wir haben unsere beiden Kabel, einmal Geber, einmal Strom. Die müssen natürlich gleich lang sein. Hier ziehe ich ein bisschen raus. Und der ist zu lang, schieben wir es ein bisschen rein. Und dann haben wir die beiden gleichmäßig, die gehen zum Echolot hin. Und wie ihr seht, perfekt, würde ich mal sagen. Ein zufriedener Angler, alles sieht gut aus. Jetzt im Geberstange-Inhalt sind Kabelbinder. Damit befestigen wir unsere Kabel gleich sauber hier entlang und den Geber ranschrauben, dann sind wir fast fertig. Wir haben unsere Geber jetzt geschraubt und im Geberinhalt gibt es drei Kabelbinder und eine Ersatzschraube oder eine kürzere Schraube. Wir werden zuerst die Geber rausfahren, soweit wir die brauchen, bis wir unsere Geber unter Wasser haben. Dann das Kabel unten direkt hier vorne einmal hier unten festmachen. Der zweite ganz oben. Ihr könnt auch mehr Kabelbinder verwenden, wie ihr wollt. Und dann ist alles glatt gelegt und steht nichts im Weg. Die werden wir einmal abkappen. Der Geber ist dran und das Ganze ist bombenfest. Wenn wir unsere Geber runterlassen wollen, einmal drehen, mit einer Hand runter, wieder festmachen. Haben wir Feierabend, können wir es einfach seitlich hochklappen. An der Seite haben wir natürlich die beiden Kabel fürs Echolot. Wenn das Echolot hier fest montiert, kann man den von den Seiten aufschrauben, nur das Monitor mitnehmen und der ganze Geber können wir rausnehmen und einfach im Kajak verstauen. So mache ich das auch. Mache ich ein Gummiband drumherum, fliegt das auch nicht rum im Kajak und ist alles sauber montiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, schreibt uns in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt.
Wir drehen gerne Videos für euch. In dem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und auf Wiedersehen.